Hallo, guten Tag. Wie ich gestern erzählt habe über diesen Handwerker, der bei mir war, das hat mich wirklich berührt, weil das war ein sehr, sehr netter, hübscher Mann. Er hat seine Arbeit toll gemacht. Er war hier über eine Stunde bei mir und ich habe für ihn natürlich einen tollen Darjeeling-Tee gemacht. Und dann habe ich ihm einen wunderschönen Lachsbrötchen vorbereitet und zwar mit Sahne-Meerrettich. Das war ja ganz, ganz toll. Er hat sich sehr gefreut. Wir haben hier lange gesprochen und er hat mir erzählt, wie ich schon gestern gesagt habe, das Problem ist, dass er jetzt alleine ist. Er ist solo, hatte nur zwei Katzen. Es geht nur um die Katzen und um die Haare der Katzen. Und sein Leben ist traurig, aber wie gesagt, wir haben alle diese Schicksale jetzt zu tragen. Die, die Beziehungen haben, die haben es natürlich leichter. Die haben auch ihre Sexualität. Die, die keine Beziehung haben, die müssen jetzt schauen, dass sie vorsichtig weiter durch die Wege gehen. Sonst können wir uns ja sehr schnell infizieren. Deswegen immer Maske tragen. Aber auf jeden Fall müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht jemanden sofort nach Hause einladen und Halligalli wie damals. Die Zeiten sind vorbei. Deswegen tut es mir leid. Aber wie gesagt, wir haben alle diese Wege zu gehen. Egal, wo wir leben, und damit müssen wir im Moment leben und uns begnügen, dass wir halt alleine sind. Die, die alleine sind. Andere Menschen, die Beziehungen haben, die sind ein bisschen besser dran. Die müssen nicht so sehr aufpassen wie wir, die keine Beziehung haben. Jungfrau muss besonders aufpassen. Und wie gesagt, die Tage der Jungfrau sind vorbei. Jetzt fängt die Waage an. Über Waage werde ich natürlich noch etwas erzählen. Ich kriege eine massenweise Zuschriften. Viele Leute bitten mich, sag mal etwas über die Waage und so weiter. Natürlich werde ich über Waage meine Ausführungen machen, aber Jungfrau ist noch nicht zu Ende und ich kriege sehr, sehr viele Zuschriften. Es tut mir sehr leid, das sind 20 bis 25 Zuschriften am Tage. Ich kann nicht alle beantworten. Die, die mich irgendwo bei Instagram anschreiben oder bei YouTube, den kann ich direkt kurz ein paar Sätze anschreiben, das geht. Aber die Leute, die mich bitten um irgendwelche Ausführungen über die Sterne und Sternekonstellationen und so weiter, das kann ich ja leider nicht beantworten, weil ich habe ja begrenzte Zeit. Ich habe mir vorgenommen, 4 bis 5 Minuten nur zu sprechen, mehr nicht, weil das reicht auch erstmal. Warum soll man so lange etwas erzählen? Vielleicht viele Leute interessieren sich auch dafür nicht. Aber 4 bis 5 Minuten ist okay. Und wie gesagt, Jungfrau ist noch nicht zu Ende und ich habe viele Zuschriften bekommen. Jemand schreibt, dass wenn wir eine Jungfrau begegnen, meint man, dass das eine kühle und unromantische Frau ist oder auch Mann, die auf jeden Fall technisch geschickt ist. Aber ihre Gefühle sind immer verborgen. Und jemand schreibt, wie der Stier oder wie der Steinbock ist die Jungfrau erdgebunden. Das stimmt auch. Und man muss wissen, dass ihr sexuelles Begehren ist tief und sinnlich. Das stimmt auch, das weiß ich auch. Und jemand schreibt hier, aber diese Sinnlichkeit und ihre Feinfühligkeit geben ihr ein Gespür für die Bedürfnisse des Partners. Das Problem ist, diese Sinnlichkeit freien Lauf zu lassen. Genau, das ist natürlich ein Problem bei einer Jungfrau. Man braucht eine lange Zeit, um warm zu werden mit einer Jungfrau. Auch die Freundschaften, die wir da einschließen mit einer Jungfrau, die dauern ein bisschen länger, bis wir mit einer Jungfrau warm werden. Und es sagt man hier weiter, dass Leidenschaft lässt sich nicht besonders gut definieren oder gar nicht absichern. Sie hat auf jeden Fall Gefühle und sie ist sehr leidenschaftlich, das soll man nicht vergessen. Es ist auch so, dass die Jungfrau will nicht, dass man sie zum Narren hält, weil sie denkt, sie überlegt sich etwas. Ich habe gesagt, sie sieht nicht schwarz und sie sieht nicht weiß. Da gibt es viele graue Zonen. Und sie denkt wirklich, und es ist auch so, dass Jungfrau fällt nicht so einfach rein auf ein schönes Gesicht, wie Stier zum Beispiel.
Stiere und Wagen sind abhängig von schönen Gesichtern. Wenn Sie jemanden schönen sehen, fallen Sie da rein und so beginnt eine Freundschaft. Aber ob sie hält, weiß man nicht. Deswegen, Jungfrau ist überlegen und das müssen wir ja wissen, dass es ein bisschen längere Zeit dauert, bis wir mit der Jungfrau warm werden. Meine Zeit ist leider für heute um.